Nach langer Zeit bin ich wieder den ganzen Tag alleine zu Hause. Das bedeutet, es ist Zeit für einen neuen Prank. Neues Prank. Das einzige und letzte Mal, dass ich das versucht habe, ist alles schief gelaufen. Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, es ist hier oben auf das i verlinkt. Aber guck es lieber nicht an, es hat ein paar starke Zähne. Ich bin also nicht ein guter Prankster wie Rob, aber dafür kann ich etwas anderes gut machen, und zwar Überraschungen, Surprise. Die zwei Male, als ich es versucht hatte, hat es sehr gut funktioniert. Das erste Mal, als unsere Wohnung noch leer und weiß war, hatte ich sie mit ein paar Bildern verschönert. So ist gut. Was? So geht es gar nicht. Oh, fuck, das zweite Mal hatte ich eine Pizzeria in unsere Wohnung gebaut. Geil! Das ist ja mega geil! Francesco, was geht ab? Die beiden Videos sind hier oben verlinkt. Aber jetzt, was kann ich jetzt machen, um sie neu zu überraschen? Wir haben eine Pappburg im Wohnzimmer. Was kann ich mehr als das machen? Genau, eine gefinkte Pappburg. Hier ist auf jeden Fall genug Platz, um noch einiges hinzuzubauen. Und ein paar Ideen habe ich schon. Aber die Zeit läuft. Los geht's und willkommen in meinem neuen Vlog. Mit F. Vlog. In dieser Ecke hier hinten zum Beispiel konnte ich schon etwas bauen. Das steht noch der Käfig, um die Team Will Mitglieder einzusperren. Aber wieso ist das leer? Ah ja, Team Will hat auch keine Mitglieder. Erstmal werde ich mein eigenes Wappen da hinten aufhängen. Mein Wappen ist fertig und meine Macht wird nie mehr in Frage gestellt. Das ist nur der Anfang von etwas Größeres. Und das Fall Kingdom zählt schon mehr als 105.000 Helden. Es ist aber schon dunkel, gehen wir mal weiter. Also hier, was kann ich hier bauen? Ich dachte, meine Pizzeria Mamma Mia wieder aufzubauen, aber sie ist zu groß für diese Ecke. Wie wäre es also mit einer kleinen Pizzeria Mamma Mia to go? Versuchen wir mal. Aha, Pizzeria to go ist fertig. Hier kann man jederzeit eine Pizza rausnehmen, schon fertig, so warm. Ja, die halbe habe ich schon gegessen. Und habe ich gerade Pizza gehört? Ja, willst du? Die zweite Hälfte, ja, gönn dir. Gönn dir, ja. Ja, okay. Tschüss. Bitte. Und jetzt, wie wäre es, wenn ich in diese letzte Ecke ein Tempel bauen würde? Ein Tempel, das an mich dediziert ist. Fertig gebastelt, so sieht mein Tempel von außen aus. Der Tempel ist fertig. Dima? Ich hab natürlich noch was drin. Also hast du mich was zu übrig gelassen, oder? Ich kann alles aufessen, ohne dir was übrig zu lassen. Birikino! Ich wollte dir meinen Tempel zeigen. Ich hier? Den Tempel von König Falco. Man muss aber ganz leise sein und mit viel, viel Respekt reingehen. Also ich schätze diese Arbeit extrem, allein das hier, dafür würde ich die ganze Zeit. Ja, das ist. Komm, geh rein, aber ganz leise. Das ist der verrückteste Typ, den ich kenne. Genau meine Größe, das ist so Hobbit-Größe. Genau meine Größe, Hobbit-Größe. Rob wird gar nicht da reinpassen. Also, wer ist das? Eine Fanart, die kommt aus München. Achso, das sind richtig Leute, nice. Für dich gezeigt. Ja. Das auch. Ich feiere das Bild auch. Das ist so geil. Du warst die Pokémon? Ja, das sind heilige Reliquien, die mich repräsentieren. Also ich finde es richtig gemütlich. Richtig nice, ne? Ich könnte dich einziehen. Bitte nicht stören, ja? Ich gehe das nächste vorbereiten. Wir sind fast durch, es fehlt noch ein bisschen Deko. Ich wollte diesen Cheesy Rob aufhängen im Schloss. Team Will. Neben Team Bro werde ich das aufhängen. Ja, nice. Und wir sind aber noch nicht durch. Die Jungs kommen in Kürze und es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Nicht genug Platz. Egal. Und
Meine Überraschung! So, die Play-Buttons habe ich hier oben versteckt. Ich werde sie Ihnen dann persönlich geben als Überraschung. Wie findest du? Sie waren nice. Das ist eine nice. Alles genial, alles für dieses Überraschung. Ding hier. Ah, wie findest du mein Wappen? Ich würde dafür safe 2 Monate brauchen. Du hast wahrscheinlich 2 Minuten gemacht, ne? Nee, leider nicht. Das sieht voll realistisch aus. Ein paar Stunden dauert. Am geilsten finde ich, dass dieses App so 3D ist. Das ist in 3D. Oh, das ist falkonianische Technologie. Falko ist ein verrückter Typ. Und was ist da eigentlich? Versteckt ihr da eure Schätze oder? Das ist YouTube Money. Das ganze YouTube Cash. Und wie man sieht, ist das leer. Das sieht besser aus als eine richtige Pizzeria. Hattest du meine Pizzeria Mamma Mia gesehen? Die originelle, die große. Jetzt. Ich habe noch keine Videos. Oh, danke, Bro, danke. Ich habe in unserer Wohnung eine Pizzeria gemacht. Was ist da? Das ist geil. Was ist das? Sind das für Jungs oder auch? Wow, das sollte aber ein bisschen mehr. Was ist das? Neben Verstecktür? Was? Ah, das ist ein Käfig, wo man die Team Will Members gefangen hält. Aber das ist leer, da Team Will keine Members hat. Soll einer sagen, dass Falko kein Künstler ist? Ich bin ein König! Also weißt du, was ich auch kann? Dieses Hashtag würde ich auch hin. Ja, unsere Burg ist gepimpt. Nice. Vom TÜV geprüft. Bima approved. Boah, wir haben das rechtzeitig geschafft. Danke für die Hilfe. Danke dir, dass ich mitmachen durfte bei so einer Kunst. Ja, die Jungs kommen in Kürze noch einmal alles wegräumen. Und dann kommt endlich die Überraschung. Viel Spaß dann. Das war Presa. Tschüss, wir sehen uns. Sind Sie da? Yo. Sie sind da. Bin gespannt, ob meine Überraschung... Meinst du, es gefällt dir? Ich glaube schon. Doch, er hatte eine Burg, ist cool. Jetzt haben wir eine gepimpte Burg. Ja, was? Das ist doch noch cool, oder? Mit einer Pizzeria da drin. Das Bro, Brothers! Francesco, was hast du da gesehen? Was geht dir? Fest an die Kamera, Bro, fest. Also, wie ist der hier? Könnt euch einfach mal, wie wir vom Flughafen abgeholt wurden. Oha! Das ist das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Das ist ja richtig süß. Das ist geil, oder? Was geht ab, Franco? Und jetzt gibt es jetzt Nudeln. Ich hab aufgehofft. Jedes Mal, dass ihr weg seid, versuche ich eine Überraschung vorzubereiten, weil ich kein guter Prankster bin. Überraschung? Also, steh auf, Überraschung. Komm. Benvenuti, oh. What the fuck? Ich dachte, die Burg ist schon cool. Was kann ich mehr machen? Was für eine krasseste Überraschung kann ich machen? Eine Burg ist schon zu cool. Das also, was ist cooler als eine Burg? Eine gepimpte Burg. Ich dachte, die zweite Burg, aber gut. Also, du hast sie gepimpt. Pimp my Burg bei Francesco. Francesco, Mitbewohner. Also bewundern wir dieses 3D-Logo. Mhm. Und dann hier, aber jetzt ganz leise. Hier ist ein Tempel. Okay. Aber ganz leise, mit viel Respekt. Ja, da könnt ihr mich anbeten. Digga, das ist richtig die Burg erobert. Ich dachte für einen Moment, da ist das Klo. Und dann habe ich auch ein bisschen Deko gemacht. Ein Crispy Cheesy Rock. Da ist nicht nur Fall Kingdom, ist aber richtig die Bro Fall Kingdom Burg. So viel Arbeit war das jetzt nicht. Das ist ein Zeichen, aber schon. Das Beste kommt noch, er hat Gold versteckt irgendwo, hat er mir jetzt. Wie war das bis jetzt? Nein, Francesco, die letzte Überraschung. Wir haben in letzter Zeit beide ein Ziel erreicht. Und ich habe das celebrato. Und zwar für dich das goldene Play-Button. Der ist krass. Der ist geiler als der von YouTube. Ich sperre das Video, pass auf. Digga. Nein, und für mich das 100k bei Kingdom. So weiß und gelb, was heißt das? Silber und Gold, Bruder. Silber und Gold? Silber. Ja, wir brauchen da nichts verstehen. Boah, aber echt, und scheiß, lass den Einrahmen. Das ist dein Profil. Phänomenal. Von meinem letztes Video. Was machen wir mit der Burg jetzt? Ich glaube, die Leute sollen in die Kommentare schreiben, was man noch mit dieser Burg machen kann. Ja, also, wenn ihr verrückte Ideen habt, egal wie verrückt, schreibt es in die Kommentare und wir gucken mal, wie wir das Ganze umgesetzt kriegen. Ein interaktives Burgvideo. Oh. Das mit Horrorelementen, oh, das wäre doch gut, oder?
Mit Special Effects, man, mit Explosion. Du kannst sogar so die Waffe aussuchen, Kanaman. Oh. Oh. Aber ich will nicht zu viel sagen, Freunde. Oh. Ja, Mann, übertreiben sie wieder mit Vorschlägen. Lass die Burg fliegen. Wenn meine gepimpte Burg euch gefallen hat, lasst ein Freund schon hoch. Na, oder? Damit wir noch mehr als 100.000 Ritter von Falkingdom. Irgendwann die 1 Million. Dann ist das die Falkingdom Armee. Oh. Falkingdom World. Oh, jetzt schiffen. Okay, wer ist die Welt übernehmen? Aber wir wollen noch ein Stück von dieser Pizza probieren. Vielleicht schmeckt das ja nicht so gut wie das erste. Freunde, Liebe gemacht. Abonnieren.